wisst ihr was, Leute, vergesst einfach die Begrüßung. Und für die Leute, die mich jetzt irgendwie gar nicht kennen oder sowas, ich bin UX. Charlie. Ah! Warte, wer? Ja, genau, UX Charlie. Warte, wer? Ja, UX Charlie, also UX und dann Charlie mit Y. Warte, ich hab das auch noch nicht ganz verstanden. Wer? UX Charlie. Charlie mit Y. Ja, nee, also, wer will das wissen? Also als ich letztens bei meinen YouTube-Analytics mal geschaut habe, ist mir auch mal aufgefallen, warum ich immer noch kein großer YouTuber bin. Ich mache im Monat gerade mal 200 Abonnenten dazu. Also ich meine, was ist denn los? Empfiehlt ihr mich nicht euren Kindergartenfreunden oder was? Ich möchte, dass in der 3B über meine Videos jeden Tag diskutiert wird, Mann. So wird das ja nie was. Ich könnte mal anfangen, meine Sachen auf Twitter jedes Mal zu retweeten. Oder tut jedenfalls so, als seid ihr Fangirls und Fanboys, okay? Es dauert ja ewig, bis ich Fame werde. Wobei, mein nächstes Ziel ist es jetzt erstmal, bei anderen YouTube-Videos empfohlen zu werden. Denn empfohlen werden wirklich immer nur die Besten der besten Videos. Das ist so gut auf die einzelnen Zuschauer zugeschnitten, das ist wirklich unglaublich. Zum Beispiel wurde mir seit 2 Tagen dieses Video hier empfohlen. Herz ohne BH, warum ich keinen mehr trage? Mit 300.000 Views. Ich meine, ich habe mir das Video komplett angeguckt. Die Frau redet 15 Minuten lang darüber, dass sie keinen BH mehr trägt. Und da dachte sich YouTuber einfach so, ja, okay, das ist genau das, was ihn interessiert und was ihn anspricht. Ja, wisst ihr was, Leute? Ich hätte das Video genauso gut machen können und das wäre genauso gut angekommen, ja? Es hätte genauso viele Views gehabt. Denn Leute, das ist vielleicht jetzt ein bisschen komisch für euch, ja? Aber ich trage auch seit 18 Jahren keinen BH. Wirklich, irgendwann fängt die Brust einfach an, dasselbe zu tragen. Und darüber rede ich jetzt eine Viertelstunde lang und kassiere dafür 300.000 Klicks. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ich nenne mich ab jetzt Effect Power Charlie. Und let's go. Ich meine, was habe ich YouTube getan, dass sie mir so etwas empfiehlt? Was? Aber wisst ihr, was noch ein größeres Geheimnis von mir ist? Ich trage keine Socken. Wer braucht schon Socken? Ich fühle mich jetzt so vegan und so healthy und so gesund. Unglaublich. Ah, fuck's sake. Ja, ich kann schon verstehen, warum ich nur 200 Abos im Monat mache. Und da ich euch dieses Geheimnis jetzt anvertraut habe, kann mich YouTube ja jetzt endlich auf der Startseite empfehlen. Ich warte, YouTube. Ich warte schon lange. Also ich meine, meine Videos sind ja schon mega inhaltslos, ja? Aber ich meine, Videos darüber zu machen, warum man kein BH mehr... Was? So was wird denn auf YouTube empfohlen? Digga, war... Kasala. Ja. Außerdem habe ich vorhin das 800k-Special von Barca gesehen. Wirklich, richtig schön. Und danach habe ich mir direkt das neueste Video auf OX Gaming von Vanity angeguckt. Wisst ihr was, Leute? Ich habe wirklich das gleiche wie Barca in diesem Moment gefühlt. Ich bin heute mega gut gelaunt. Es liegt daran, dass ich einfach hier gerade ein eiskaltes Effekt bei mir habe. Oh, das ist geil. Allein für den kurzen Clip, Bruder. Komm her, komm Vanity, komm her. Komm her, na komm schon, lass dich drücken, Bruder. Altes Haus, Mann. Sehr gut, Mann. So will ich das sehen. Ach ja, und übrigens hier, das passt jetzt überhaupt gar nicht zum Video, aber es ist mir egal. Mein Handy ist so eine Missgeburt, ich schwöre es euch. Es ist momentan bei 100% aufgeladen, 100%, ja. Und es geht einfach ab 96% aus. Der Akku ist komplett broke an meiner Ziggy. Oh, neues Video von Kosche, direkt mal disliken. Gott hasst mich. Ah, fuck. Also gebt am besten jetzt, genau jetzt auf dieses Video eine Bewertung ab, denn dann rettet das den Handy des Akkus. Den Handy des Akkus? Was? Ich kann schon verstehen, warum ich nur 200 Abos bekomme im Monat. Eine einfache Bewertung rettet den Akku des Handys. Das ist zwar, hat zwar keinen Zusammenhang oder so, aber das ist mir ja egal. Aber es stimmt. Das war es aber auch wieder von diesem Video und dieser kleinen Bereicherung an YouTube Woche für Woche. Wenn ihr wollt, dass weiterhin so Content kommt, dann wisst ihr, denke ich mal, eh schon, was ihr tun müsst, oder nicht? Mittlerweile gebt es zu, Leute, ihr wisst. Ein paar von euch habe ich schon gesehen, ja, ihr sagt immer so, ja, Digga, ich weiß schon, was gemeint ist, du brauchst das nicht mehr sagen. Aber Bruder, Hälfte weiß nicht, ja? Yalla. Ah, nee, du holst mich nicht, du Bastard, Alter. Das war es aber wirklich von mir, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Vala Mongulis, ihr Hurensöhne. Huch, warte, jetzt. Viele du kennst ihn, Slammer. I got the juice of a Kenner. Smoking with Lee and Amanda. Er ist der Beste im Singen. Direkt nach Apoel.